Gatorask. Ja. Gold! Schoko mit Gold. Mm. Also, süß, lecker. Mm. Hi, minasan, konnichiwa. Lena desu. Kyou wa ryoushin to issho ni douga o toritai to omoimasu. Kochira o yoi shimashita. Minasan ga shiteru ka wakaranai desu kedo, kochira no rask wa ima sugoi nihon de hayattete, Paka no o kaasan ga kono rask ga daisuki desu. そのためにこのラスクは今日を私の両親に食べさせてあげたいと思います、私は食べたことあるんですけど、今回はまあそういった、洋菓子はドイツ人はどういった感じで受け入れるか美味しいと思ってるかこれは日本っぽいかどうかそういったことを聞いてみたいと思いますやりましょうGenau, also ich habe ja vorhin erzählt, der Papa kann schon gar nicht warten. Das ist alles japanisch, gar nicht französisch. Natürlich, da vorne ist alles französisch, oder nicht? Ja, das sind ja bloß zwei Worte. Da steht Gatorask. Guter Derain. Ich kann kein Französisch, mach mal. Tee heißt so viel ich weiß schmecken. Geschmack der Könige oder sowas. Oho. Und fester Harada. Harada wird der Name sein von der... Von der Firma. Firma, genau. Ist Rusk etwas, das kennt man vom Namen her in Deutschland Nein. oder nicht? Nein. Ich wusste, wie heißen denn diese, wenn Franzosen Baguette machen ja. und altes Baguette übrig bleibt, dann wird das nochmal so ganz kross gemacht und irgendwie mit Zucker, sodass man das dann nochmal essen kann? Weiß ich nicht, aber Margherita meinst du? Nein. Ich kenne es eigentlich eher umgekehrt. Du hast alte Reste von Baguette oder ähnlichem Brot und das röstest du dann in Olivenöl oder ähnlichem an und kannst es möglicherweise noch ein bisschen mit Kräutern verfeinern und dann hast du so Croutons. Auch nicht, was ich meine. Also, ich muss sagen, ich kannte das auch nicht, aber in Frankreich, nicht in Frankreich, eben in Japan ist es eine total beliebte Süßigkeit. Ich glaube, wir fangen mal mit denen hier an. Das ist, glaube ich, nur mit Schokolade überzogen. Also es ist wirklich auf Basis von Baguette. Baguette getrocknet und dann die ganz, ganz Standardart ist dann wirklich nur mit Zucker. Quasi. Also so ganz kross und mit Zucker. Diese Dinger hier, die sind, glaube ich, mit Schokolade. Ich kenne das nicht, ne. Habe ich nicht gehört, noch nie gehört. Nein, aber vielleicht ist es einfach eine französische Spezialität, die wir nicht kennen. Ja, ja aber es ist heute ja nicht so. Mit Gold! Mit Gold. Schoko mit Gold. Super. Und diese Firma hier eben, diese Harada, die ist gerade mega gehypt in Japan. Und Takas Mama hat sich, um dieses Zeug hier zu kaufen, am Sonntag vor Weihnachten für 40 Minuten angestellt. Oh, Mama, danke. Arigato, Mama. Von Taka. Aber sie hat nicht nur das hier gekauft, sondern es war dann, wir haben es am Ende gesehen, eine Tüte, die war so groß. So, wirklich so. Mein Gott. Weil sie halt gleich für alle Leute, die sie kennt, diese Dinger gekauft hat. Ja, genau. Ja, wenn das so typisch, so gehypt ist und so toll ist, dann hast du es schon probiert? Ja, immer wieder mal. Ja, du sollst nicht, du sollst ordentlich essen. Genau, einmal abbeißen und aufpassen, dass es nicht so kleckert. Also wie du sehen kannst, es ist wirklich schick Toast und Schokolade mit Gold. Hat was Zwiebackartiges. Ja, genau! Zwieback. Wie ein Zwieback. Zweimal gebacken. Ein Zwieback. Nur süß. Gibt's süßen Zwieback? Ja. Also ja, schön mittlerweile... süß, lecker. Gibt Zwieback mit Kokosnuss und Schokolade, glaube ich. Aber schmeckt nicht so. Das schmeckt schon sehr teuer. Teuer lecker. Wenn du dir das hier anschaust, es ist quasi Hälfte Schokolade und Hälfte Keks. Ja, ja, es ist viel Schokolade. Für uns vielleicht ein bisschen zu viel Schokolade. Ja, vor allem ich mag ja dunkle. Lieber. Das wäre dann wieder die Frage, ob es da, das ist ja jetzt Vollmilch, ob es da dann auch andere Arten von Schokolade gibt. Also mit weißer Schokolade und mit dunkler Schokolade oder sowas. Bestimmt, oder? Ja, kann schon sein. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ja, ich beiß nochmal ab, weil es schmeckt gut. Aber das ist ja hier, das ist ja für den König. Premium. Ja, Roi. Ach so. Während das für die Königin ist. Ah, interessant.
weil der Koffer schon so voll war, habe ich dann beschlossen, zwei Packungen jeweils die Hälfte zu nehmen und zu tun, weil zwei Packungen hätten einfach nicht mehr in den Koffer gepasst. Ja, das ist eine gute Idee gewesen. Und den Rest hat der Attacker bestimmt schon verspeist. Also ich finde es sehr süß, schmeckt aber lecker. Wir hätten es vielleicht auch noch mal in den Kühlschrank reintun sollen. Ich meine, unten bei uns im Keller ist es ja eh kalt, deswegen dachte ich, es braucht es nicht unbedingt. Gasteltern tun die immer in den Kühlschrank, dann ist die Schokolade natürlich noch ein bisschen härter und mittlerweile schon ein bisschen weich. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch Geschmackssache einfach. Ne, ich finde es schon so lecker, aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr süß. Also sehr, aber man muss ja, wir haben ja jetzt erst Kekse gegessen. Wenn man jetzt wir essen das so viel zu viel süßes Zeug. Ja, wenn man das jetzt so mal zum Kaffee nimmt, das schmeckt bestimmt sehr lecker so dazu oder mit einem schönen grünen Tee. Ja. Genau. Dann probieren wir das andere mal. Bin genau. Gespannt. Also das mit der Schokolade überzogen, das ist so mehr oder weniger Standard. Also die hatte ich schon öfter mal gegessen. Das andere hier, das ist jetzt wirklich was Neues, dann verkauft in so Packungen von 3 Stück. So schaut es aus. Okay. Und zwar quasi dann so als Sandwich. Ah. Und da ist Butter und Rosinen dazwischen und oben dann eben so Zucker drauf. Also das ist so, so, letztes Jahr haben wir diese Kekse mit dem Butter und Rosinen probiert. Das war auch lecker, ja. Und jetzt dieses Mal dann eben als Rusk. Na dann gucke ich mal. Das ist bestimmt ganz knusperig. Mhm. Okay. Ja, ist eine Rosine. Genau. Ja, genau. Ja, sehr lecker. Ich liebe dieses Butter-Rosinen-Zeug im Allgemeinen. Ja, es schmeckt. Also, ich finde beide sehr gut. Aber das ist. Oh ja, kann man ganz viele Rosinen sehen. Und viel Rosinen Butter drin. Oder butterähnliches Gebäck. Oh ja. Ich finde das auch besser als das mit der Schokolade. Ja, viel besser. Sehr lecker. Aber auch wahnsinnig süß. Ja. Nee, aber das ist wirklich lecker. Also kann ich mir gut vorstellen, auch so zum Tee dazu am Nachmittag. Ja. So als Snack. Ja, so Kleinigkeit, so braucht man nicht mehr, weil dann hast du genug. Super schön knusprig. Ja. Aber auch sehr süß, also wirklich. Also ja. Normalerweise essen die Japaner ja nicht so süße, so süße Süßigkeiten. Aber das ist schon. Wie viele Kalorien hat so ein Ding? Rat doch mal, Papa. Oh je. Ich hab mit Kalorien gar nichts am Hut. 100 Gramm hat 369 Kilokalorien. Moment. Ich weiß nicht mal, wie viel Gramm so ein Ding hat. Steht nämlich gar nicht angeschrieben. Trauen Sie sich nicht. Eins steht da. Pro Teil, nicht pro 100 Gramm angeschrieben. Und wie viel Füllmenge das hat? Geheimnis. Ja. Sie wissen schon warum. Ne, aber 161 Kilokalorien. Protein 1,8 Gramm, Fett 10,3 Gramm, Kohlenhydrate 15,5 Gramm. Naja, sagen wir, das wird nicht mehr als 30 Gramm haben. Der Papa geht wieder aus der. Tschüss! Mir ist gleich grammmäßig wiegen. 31,6 Gramm, das heißt 100 Gramm sind dann das Dreifache, also sind wir bei 480 Kilokalorien. Das ist ordentlich. Ja, das hat übrigens genauso viele Kilokalorien und ist wahrscheinlich ähnlich schwer, weil die Schokolade einfach. Ja, ja, die macht viel aus. Wobei, siehst du fast noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall ungesund. Ja, definitiv. Aber lecker. Genau. Wirklich witzig zu sehen, dass es das einfach nicht in Deutschland gibt. Ich frage mich, wie verbreitet das in Frankreich ist. Weil das wirklich in Japan ist es das Normalste von der Welt irgendwie so, dass es das irgendwie gibt so als Süßigkeit. Ja, aber fragt sich seit wann? Seit wahrscheinlich nicht so lang. Ja, eben. Bin sicher, dass es dieses Zeug auch irgendwie in irgendeiner artigen Matcha-Ausführung gibt. Ja, das wäre toll. Das wäre jetzt die Frage. Gib doch mal dein Handy her, wir können ja mal gucken, was es da für unterschiedliche Sachen noch gibt an Geschmacksrichtungen. Musst du ein Foto machen? Mach hier einmal ein. Oh Gott.
Teausk. Läuft doch schon. Genau, dann gibt es da bestimmt. Ah, das sind die Standarddinger hier. Japanese Taste. Also so standardmäßig ist halt wirklich einfach das, was jetzt in diesem Ding hier da als Sandwich war, gibt's einfach auch nur Solo. So als Solo-Ding. Hier das Schokoladige, das hatten wir. Aber das, ah schau, mit weißer Schokolade und das scheint ja dann irgendwie mit dunkler Schokolade zu sein, weil das Ding hier auch Noir heißt. Genau, sehr gut erkannt. Nicht mit Matcha. Bisher nichts mit Matcha. Französisch und ich. Das hält die ja nicht davon Japan. Ab. Ja, genau. Mit Erdbeere. Nee, das wäre nichts für mich. Sehr süß. Ja. Ich frage mich, wie viele von den Japanern das zu süß finden. Weil eigentlich habe ich ja auch immer so das Gefühl, dass die Japaner eher nicht so weniger süß. Süße Sachen Also die essen. Traditionellen Sachen sind nicht so süß. Genau, deswegen. Und die finde ich sehr lecker, weil nicht so süß. Ja, das ist eher europäisch. Genau, ja. Französisch eben. Aber sehr, sehr, sehr süß. Ja. Ja, wir haben ja viele Dinge in Frankreich direkt in der Patisserie kennengelernt. Da gibt es ja auch sehr viele Dinge, wo du dich reinlegen willst. Ja, also das in Frankreich und Patisserie, das ist ein Traum. Also das können die Deutschen nicht. Leider. Kuchen. Ja, genau. Und die Franzosen, die machen wirklich ganz tolle süße Stücke. Mit Blätterteig und alles. Croissants. Ja, und auch so Törtchen mit Rand und dann drinnen Pistaziencreme und so Sachen. Ja. Also das war schon toll. Hi, ということでこの動画はここで終わりにします。皆さんはこういったラスクが好きですか？嫌いですか？教えてください。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバイ。バイバイ。